Es gibt ziemlich viele schräge Menschen und wenn ich das sage, meine ich das liebevoll, wohlwollend und beziehe mich dabei ein, weil vieles in meinem Leben ist eindeutig schräg. Schräg im Sinne von, ja, anders als der Standard, anders als erwartet, anders als, vielleicht auch anders als es wäre, wenn das Leben perfekt laufen würde. Macht's nicht. Oder vielleicht macht es gerade, indem es eben nicht gerade läuft, indem es uns die Chance gibt, uns weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu machen und nun ja, um es vorwegzunehmen, schräg heißt für mich etwas anderes als toxisch. Wir alle können durchaus für andere eine Belastung sein, wir können eine Freude für andere sein. Und ja, das mag die verschiedensten Gründe geben, wie Erziehung, wie Umfeld, wie meinetwegen auch Genetik, die Menschen dazu bringen, sich eher als Problem zu erweisen. Gleichzeitig aus pragmatischen Gründen gehe ich davon aus, dass Menschen einen großen Anteil an eigener Entscheidungsfreiheit haben. Darüber streiten sich sowohl Neurologen als Philosophen. Die Konstruktivisten stellen sich diese Frage eher anders. Was macht's mit uns und der Welt, wenn wir von welcher These ausgehen? Und ich gehe davon aus, Menschen haben die Chance, sich zu verändern. Und, oh, jetzt werfe ich wirklich alles auf einmal durcheinander. Narzissten sind Menschen, die sich entschieden haben, ihre Probleme, ihre empfundene Leere, ihren Schmerz, ihre Defizite durch Kosmetik abzudecken, zu verstecken, anstatt die Energie, die dafür aufgewendet wird, und ist oft sehr viel, dafür zu nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Oh, lass mal durchatmen. Ich habe Geburtstag und nutze die Gelegenheit hier im Zimmer meiner Frau. Ja, hier sieht es immer ein bisschen anders aus, als in den Räumen, in denen ich mich aufhalte. Kurz darüber nachzudenken, was hat sich in den letzten 12 Monaten verändert? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Vor kurzem hat mich jemand darauf hingewiesen, ich soll doch Hallo sagen. Hallo. Was hat sich in den letzten 12 Monaten verändert? Das ist der 2. Geburtstag nach meinem narzisstischen Vater. Und wir Menschen gehen halt sehr unterschiedlich um mit unseren Erfahrungen. Insofern finde ich es persönlich sehr interessant, wenn ich teilhaben darf an dem, was andere Menschen erleben, wie andere Menschen ihre Themen gelöst haben oder ja, vielleicht auch noch nicht gelöst haben. Möglicherweise lernen wir ja auch gerade davon, wenn Menschen berichten, was nicht funktioniert hat. Dann können wir uns den einen oder anderen Umweg sparen. Wo fange ich an? Was ich merke bei mir ist, dass der Groll deutlich nachgelassen hat. Also die Verärgerung, vielleicht ja auch die Notwendigkeit, die ein Teil von mir gesehen hat, mich etwas zu schützen, indem ich die Wut auch ein bisschen zulasse. Indem ich mich daran erinnere, was ist alles anders gelaufen, als ich es für richtig halte. Das ist oft sehr hilfreich, um zu erkennen, habe ich mir das eingebildet? Ist es wirklich passiert, um bestimmte Zweifel auch für sich zu klären? Ich finde das sehr wichtig. Gleichzeitig ist meine Beobachtung, dass Emotionen wie Groll, wie Verärgerung und gerade Wut, ich bin ja ein großer Freund von Wut, allerdings in einer anderen Form, als die meisten Menschen das wohl erwarten würden. Wut im Sinne von, ich erkenne, ich habe meinen Ärger nicht anerkannt, ich habe nicht bin ich ans Werk gegangen, etwas zu ändern, also wird die Wut deutlicher, sodass ich endlich ans Werk gehe, etwas zu verändern. Finde ich gut. Den Zustand von Wut, den würde ich so kurz wie möglich halten, weil Menschen in der Wut oft Dinge tun, die für sie selbst und für andere eher nachteilig sind. Diese Zustände, die damit verbunden sind, sorgen dafür, dass wir mitunter, wenn wir in unserer Wut reagieren, Menschen treffen, die es eher nicht verdient haben, die es eher nicht brauchen, wo es eher nicht viel weiterbringt. Im Zusammenhang mit Narzissten bringt Wut uns ebenfalls wenig Vorteile, weil das ist das, was diese Leute wollen, eine Reaktion bei uns. Wir verkaufen uns schlechter, wir
wir passen einfach nicht so gut auf uns auf, wenn wir wütend sind. Der Impuls sorgt dafür, dass wir etwas verändern. Nur das Verändern sollten wir in einem Zustand machen, der positiv ist, der konstruktiv ist. Ich warne schon mal vor, das ist wahrscheinlich eher ein Beitrag für Leute, die bereit sind, sich das Thema mal von der anderen Seite anzuschauen. Ich kriege sehr viele Rückmeldungen, die sagen, meine Beiträge sind sehr strukturiert. Darüber freue ich mich, ob der jetzt so strukturiert ist. Schauen wir mal, ich vermute eher, ich lasse mich hier einfach mal ein bisschen treiben und schenke mir dieses Video selber heute. Was ist noch in dem Jahr passiert? Wer mich etwas näher kennt, könnte durchaus behaupten, dass ich mich große Phasen meines Lebens schräg verhalten habe. Und zwar auf eine sehr angepasste, sehr konservative, vielleicht sogar nach außen arrogant erscheinende Art und Weise. Jetzt könnte ich mich rausreden und sagen, das lag auch an meinen Rollen als Manager, als Unternehmensberater. Ich meine, das wäre etwas kurz gegriffen. Ich und die meisten anderen Menschen, die mit unangenehmen, mit unangemessenen Situationen im Leben zu tun hatten, wie eben Narzissmus, suchen nach Wegen, um damit umzugehen. Mein Weg war, dafür zu sorgen, aus meiner Sicht, dass offensichtlich ist, dass das, was mein Vater in dem Fall von mir behauptet hat, nicht wahr ist. Ich bin sozusagen in die gleiche Falle getappt wie viele Narzissten. Also zu denken, ich müsste ganz viel leisten, ganz viele Zertifikate haben, ganz viele, am besten noch ganz viele akademische Abschlüsse und, viele Sprachen sprechen und dererlei. Und ich war so stolz auf diese Dinge, weil ich sie eben doch tatsächlich dann erarbeitet hatte selbst. Um dann irgendwann zu merken, das hält nicht, was es verspricht. Das ist etwas, was aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme von Narzissten ist. Sie tun etwas, das im Grunde eine Ablenkung ist und tun es mit mehr und mehr Vehemenz. Der Zweck solle die Mittel heiligen, verletzen sich und andere und es kommt nie zu einer wirklichen Lösung. Mal schauen, ob es mir gelingt, diese Kurve, diesen Bogen zu schlagen. Ob nun Narzissmus oder irgendeine andere Eigenschaft, die für uns und andere nachteilig ist. Oder die vielleicht wenig Schaden, nur Umwege beinhaltet. Also Dinge zu tun, die uns nicht weiterbringen, können neue Erfahrungen beinhalten, können uns vielleicht irgendwann noch nützlich sein, nur ist ganz viel Energieverschwendung. Kostbare Lebenszeit. Gerade an einem Geburtstag ist das eine gute Gelegenheit, im positiven, konstruktiven Sinne mal darüber nachzudenken, so was nehme ich mit, was mache ich damit, wie will ich mich zukünftig den Dingen stellen, wie will ich mit mir und meinem Leben umgehen. Gott, ich mache viel Schleifen. Es ist so wichtig zu erkennen, was habe ich in der Vergangenheit getan, hat es gehalten, was es versprochen hat, was hat es nicht. Und dann, anstatt zu sagen, ja, weil ich es ja bis jetzt immer getan habe, muss es ja auch richtig sein. Es gibt diese versunkene Kosten-Fallacy als einen Denkfehler, die besagt, umso mehr wir in etwas investieren, umso mehr sind wir bereit zu ignorieren, wenn es nicht funktioniert und noch mehr reinzustecken. Das ist wie Menschen, die eine Spielsucht haben und sagen, so, ich habe schon so viel verloren, ich muss mehr Geld reinstecken. Irgendwie muss es da rauszubekommen sein. Macht es in der Regel halt nicht. Und da kann jeder von uns, und das ist so vielleicht eine gute Portion Naivität, die ich mir heute an meinem Geburtstag leiste, ist, wenn jeder von uns, der im Leben etwas erlebt hat, das nicht in Ordnung war, das uns verletzt hat, und ich meine, das wäre jeder und jede, nur so ein bisschen mehr Ressourcen dafür verwendet, um das, was wir vermisst haben, in die Welt zu tragen, ist eine ganze Menge, was wir damit verändern könnten. Wir können was in die Welt hinaustragen. Ach ja, ich gönne mir heute einfach mal diese verträumten Gedanken. Was gibt es noch zu sagen? Wenn wir uns verletzt fühlen, kann es sein, dass eine Strategie ist, zu meinen, die Welt wäre uns etwas schuldig.
Wir hätten also Anspruch darauf, dass die Welt, dass andere wieder etwas gut machen, was uns an tatsächlichem oder vermeintlichem Unrecht geschehen ist. Das ist eine Falle. Diese Falle ist letztlich auch ähnlich wie bei Narzissten etwas, das dazu führt, dass wir meinen, der Zweck heilige Mittel. Und aus meiner Sicht finde ich dafür keinen Hinweis, dass dieser Gedanke, diese Überzeugung in irgendeiner Form hilfreich ist. Wir haben also die Chance, das vorzuleben, was wir vermisst haben, was wir anderen angreifen. Tatsächlich behaupte ich, ab einem gewissen Punkt im Leben, und das beinhaltet keinerlei Entschuldigung für das Verhalten fieser Zeitgenossen, an irgendeinem Zeitpunkt sind wir durchaus in der Lage, uns vieles von dem, was wir nicht bekommen haben, selber zu geben. Und das ist Autonomie. Das ist die Impfung, die wir brauchen, um auf Versuchungen, auf fiese Zeitgenossen gelassen zu reagieren. Wenn wir wirklich wissen, wer wir sind und daran arbeiten, das präsent zu halten, dann reagieren wir auf die verrücktesten Forderungen, Verhaltensweisen relativ gelassen. Und Gelassenheit und auf sich aufpassen, um Grenzen auch durchzusetzen, um durchaus auch mal kraftvoll gegenzuhalten, verträgt sich hervorragend. So, auf ein. Das war's für heute. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Geh mit dem Weg ein Stück gemeinsam. Passt gut auf uns und jene auf. Und ja, herzlichen Dank für all die vielen Kommentare, die unterstützenden Worte. Es ist wichtig nochmal zu betonen, wenn wir uns austauschen, ist das üblicherweise etwas, das allen Beteiligten gut tun kann. Bis dann.